Steffi Nerius hat noch immer gut lachen. Ihr Karriereende ein Traum, Weltmeisterin im eigenen Land. Nun aber ist die Krone der Speerwerferinnen in Leverkusen vakant. Es gibt zwei Kandidatinnen für die Nachfolge. Die eine, Linda Stahl, 24 Jahre alt, Bestleistung 66,06 Meter. Ja, ich glaube, Aussichten auf die EM habe ich. Diesmal werde ich es nicht so machen wie vor Olympia, dass ich da mir an 61 Metern die Zähne ausbeiße. Das habe ich wohl drauf. Vielleicht rutscht mir auch mal eine Bestleistung wieder raus dieses Jahr. Die andere, Katharina Molitor, 26 Jahre alt, Bestleistung 62,69 Meter. Und ihr Ziel? Ganz eindeutig die EM und 61,50 ist, glaube ich, unsere Norm. Oder ich habe heute 61 Meter gelesen, aber ich bin gespannt, ob das reicht. Das ist das Ziel und man muss halt unter den ersten drei sein. Ich habe eine Wette laufen, 65 Meter, aber das verrate ich noch nicht. Und wetten geht man ja auch nicht ein, um sie zu verlieren. Die Ziele für die Freiluftsaison also klar. Aber was ist nun mit der Nachfolge von Steffi Nerius? Ich glaube, dass ich es noch nicht kann. So prinzipiell als Fernziel hat man natürlich diese Ziele, in Steffis Fußstapfen zu treten. Ich meine, erfolgreicher kann man, glaube ich, kaum sein und das ist ja schon das Ziel. Im Grunde genommen, sportlich natürlich, möchte ich auch mal irgendwann Erste sein. Klar, da möchte ich schon in die Fußstapfen treten. Und dafür wird akribisch gearbeitet, viel in Bewegung gesetzt. Weiterkommen, sich durchbeißen, damit das große Ziel, irgendwann ganz vorn zu stehen, auch wirklich erreicht werden kann. Ich glaube, es ist schon für beide auch eine Erleichterung, wenn ich jetzt einfach nicht mehr da bin und dass sie jetzt einfach sich voll entfalten können, aufblühen können. Und insofern hoffe ich und gehe ich davon aus, dass sie dieses Jahr beide sehr weit werfen werden. Sollte die Weltmeisterin recht behalten, wird die Lücke, die sie in Leverkusen hinterlassen hat, bald geschlossen sein.